Ja, und jetzt kommt zu einem weiteren Part, und zwar zum letzten Part von Mario Kart 8 Deluxe Offline. Und wir nehmen zu allerletzt einen Mii, und zwar meinen Mii. Ja, da steht Splatina. So. Und ja, meine Lieblingsfarbe ist blau, wer hätte gedacht. Und wir nehmen... das sieht geil aus im Blau. Die GLA... Die GLA-Reifen noch dazu, wenn es überhaupt gibt. Moment, ja, GLA-Reifen. Und, ja, Standard-Blau gleich. Heute ist alles Standard, okay, gut. Oder alles Blau. So, und heute fahren wir zum letzten Mal. Cooper Großstadt Fieber, Partystraße, Marius Metro und Big Blue. Let's go! Ein paar von euch würden sich fragen, was wird denn als nächstes kommen nach dem Offline-LP hier? Also nach dem Part. Seid gespannt. Ich überlege gerade noch, was ich Let's Playen möchte. Ja. Seid auf jeden Fall gespannt und ich glaube, ich weiß, was ich jetzt schon Let's Playen werde. Aber ich werde es natürlich hier nicht verraten. Ihr sollt einfach mal gespannt sein. Ja, was am Sonntag? Ich habe noch... Heute ist Mittwoch, wo ich es aufnehme. Mittwoch. Dann habe ich noch drei Parts. Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, Sonntag sollt ihr gespannt sein, was rauskommt. Also morgen für euch. Für mich ist es erst in ein paar Tagen. Seid einfach gespannt, was da kommt. Und hoffentlich gefällt es euch. Vielleicht könnt ihr es schon mal ahnen in den Kommentaren, wenn ihr es schreiben müsst. Und mal gucken, wie ich darauf antworten werde, wenn ihr es erraten habt. Ach ja. Es war ein sehr schöner LP, muss ich schon sagen. Es war schon anstrengend teilweise. Echt mal gechillt wie im letzten Part. Und es war echt cool. Klar hat es jetzt nicht die hohen Aufrufzahlen die anderen Games, aber Mario Kart ist auch ein bisschen alt, ne? Zumindest Mario Kart 8 Deluxe ist schon 3 Jahre alt. Mario Kart 8 Deluxe noch älter, 5. Ja, was will man machen? Da kann man keine Kicks generieren, aber ich behalte die Tradition, dass, also zumindest mein allererstes LP war Mario Kart 7. Ja, da habe ich mit der Kamera aufgenommen. Und ich habe mit Mario Kart 8 Deluxe angefangen, als ich die Elgato bekommen habe. Also es ist so eine Art Tradition, kann man schon sagen, ja. Also von dem her passt es eigentlich. Ups, abbremsen hat es nichts gebracht und ich werde durchgereicht, dann bestimmt. Nein, die Banane! Warum muss die ausgerechnet da liegen, hä? Ach, wirklich. Seid auf jeden Fall gespannt, wie gesagt, was am Sonntag kommt, also für morgen, für euch und, ja. Super denn. Hab ich mich da verschrieben? Super denn. Nee, passt. Hab ich nicht verschrieben. Alles gut. Doch, hab ich. Ich Depp. Ich hab mich verschrieben. egal. Naja. Da steht eigentlich na. Wo eigentlich tä stehen soll. Egal. Da habe ich noch nicht so gut gewusst, als ich den Namen erfunden habe. Ja. Der Name übersetzt heißt Supra. Also Spla. Na, ne. Splanena, ne, Splana, ne, Alter. Ja, ich werde den Namen noch ändern, keine Sorge. Auf der Switch heiße ich richtig, ja. Da heiße ich Te, anstatt Na. Naja. Die keine Ahnung haben unter euch, denkt sich, was labert der Typ schon wieder?
Na, nee, Tä, what? Ja, mein Name ist falsch geschrieben, so. Da steht nicht Platina, sondern. Ja. Spla. Na, nee, da. Bescheuert, ich weiß. Aber ich habe den Namen schon ewig. Das wäre nicht aufgefallen. Naja. Da habe ich noch die Schriftzeichen gelernt. Also zumindest Hiragana und Katakana. Ja, da wusste ich noch nicht besser. Aber ja, jetzt kann ich alle Hiragana und Katakana lesen und schreiben. Also von denen erkenne ich den Fehler jetzt schon. Zwar spät, aber ja. Ich habe bald nie auf meinen Mii geachtet, was er für einen Namen hat, weil ich den Mii nutze. Nie. Für was denn? Ich habe keinen Smash, ich habe noch nicht. Ich werde es verkaufen für die Smash-Turniere, damit ich streamen kann. Aber sonst werde ich es nicht spielen, ja. Der Chor ist echt hart. Und nice. Das war weniger nice. Ich wusste es, dass ich gegen den scheiß Robo-Koopa fahre. So. Er ist runtergefallen, der Depp. Ach, sehr nice. Dankeschön. Okay, das war jetzt ein komischer Move am Ende. Was ist mit Yoshi passiert? Oh mein Gott! Das regt mich so auf, dass ich mich verschrieben habe. Der Rest passt, der ist richtig, aber dieses Na dazwischen, also das vierte Schriftzeichen nervt mich. Ah, Mann, oh Mann, ja, ist jetzt halt so. Ich muss damit leben, dass dieses Let's Play mit einem Fail endet. Auch wenn es keiner merken wird. Wenn ich es nicht angesprochen hätte. Ja, ist halt so blöd gelaufen jetzt. Boah. Frage den Pfosten. Ist gut. Das passt ja auch. Ich bin voll Pfosten. Ich kann nicht meinen eigenen Namen schreiben. Ach, Manu. Supra Nanere. Wie bin ich eigentlich mit dem Namen gekommen? Ja, eine lange Geschichte. Es war im Jahr 2017. Ja, 2017. Da wollte ich einen neuen Namen. Aber meine Freunde damals haben mir nur Scheiße vorgeschlagen, wie. Was ist denn gar nicht so? Lasagne. Spielst du Splatoon gerne? Ja, dann nenne ich Slange. Nein. Da habe ich mir selber darüber nachgedacht, so Spla, Spla, irgendwas mit Spla. Mit Splatoon. Ja. Drauf ist, Dach ich. Komm, nein. Irgendwas mit Spla, Spla, da habe ich nachgedacht, Splever. Splatever. What? Da habe ich gesagt, okay, es gibt schon ein paar Videos mit Splatever und da habe ich gesagt, wie wär's, wenn ich das mit einem N, also ein V, mit einem N tausche und dann ist Splatina geboren. Yeah. Kann zwar nicht jeder aussprechen am Anfang oder wie meine Freundin noch nie. Wird's auch nie. Ich liebe dich. Ja. Ihr müsst halt damit leben. Muss ich
den Leuten beibringen, wie man Splatina ausspricht. Jo. Aber ich verstehe auch nicht, wo das Problem ist. Ich meine, Splatina. Splatina. Schmeiß es einfach. Lass locker. Nicht auf Krampf. Splatina. Einfach locker, Splatina. Stell dir vor, du wirfst einen Frischling, da drauf steht Splatina. Splatina. Und schon ist er weg. Splatina. Lässt den Frisbee auf. Splatina. Wo ist das Problem? Splatina. Stell dir vor, du wirfst einen Frisbee. Mach die Bewegung, als würdest du einen Frisbee werfen. Er sagt, Splatina. Oder einfach Splatina. Joa, wenn ich in Streams reinkomme, so... Splatina? Alter! Ich bin kein scheiß Amerikaner, erstens. Zweitens... Buchstaben sollen nicht verschluckt werden, wie in Englischen. Ne, das ist nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Splatner, Alter. Könnte ich jedes Mal ausrasten. Sehe ich aus, als würde ich ein scheiß Amerikaner sein? Klar, von Splatten, aber hey. Es kommt ja auch davon, aber... Und auch nicht Splatena, das habe ich auch mal gehört. Splatena, hallo. Wegen aufs deutsche Wörter mit SP. Spielen, spucken, spritzen. Die Spritze, oder was auch immer. Was gibt's noch für Beispiele? Ja, irgendwas halt noch. Sagt immer Sch, anstatt Psst. Ne? So. Ist ja ein scharfes S. Hä? Nein, ist einfach ein amerikanisches S oder englisches S einfach. Ah. Es ist aber ein scharfes S. Hm? Nein, es ist nicht. Es ist einfach ein normales S mit einer englischen Aussprache. Vielleicht ist das das Problem mit SPR, egal, komm. Auf jeden Fall noch den Goldpokal geholt. Ich weiß zwar nicht wie, aber egal. Ja, ich habe die Brille. Nein, ich bin blind. Ohne. Zumindest von weitem. Naja, egal. Weiter geht's. Und zur letzten Siegerehrung für dieses LP. Ja, war sehr schön. Und ja. War auch ein sehr turbulenter LP. Ach ja. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall. Ich bin schon irgendwie stolz drauf, dass ich ein LP mal durchgezogen habe. Und nicht abgefilmt habe. Es ist mal was anderes, ja. Es hat auch Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Also, so ist es nicht. Nur diesen Fail mit dem Namen nervt mich. Ja, auf jeden Fall, wenn euch der Part gefallen hat, nach diesem dummen Fail mit statt Täten, ne? Ja. Gibt da noch und vielleicht sehen wir uns beim neuen Projekt. Wer weiß. Und haut da rein. Bis dann und ciao.